Wir wissen, wie das läuft. Das zweite Spiel. Ich bin mal gespannt, was anders ist. Heute bei der weißen Sowas, Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Ja. Das kennen wir halt alle schon, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der weißen Sowas. Wenn Sie zu Hause Spaß haben, hi Kai. Wenn wir im Studio Spaß haben, haben Sie auch zu Hause Spaß, meine Damen und Herren. Also mit dem Hut haben wir auf jeden Fall... ...dass die Beatles, bevor sie bekannt wurden, Johnny and the Moondogs hießen. Oh! Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen mal auf die Publikumsverteilung. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Das Team Bernhard haben hinter sich ja gebracht... Guten Tag. 64. 64. Und das Team Elton. Schade, schade. Blöd gelaufen. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Warte, das sind unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien sind heute. Wie ticken wir? 17 Pflanzen. Okay, da gibt es auf jeden Fall mal neue Kategorien, die ich noch nicht gehört habe. Deutsche Sprache, das Fragezeichen, clever, Elton hat Hunger, Imbiss und Mann und Frau. Okay. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Was soll eure erste Kategorie sein? Ja, warte mal kurz. Ich möchte das Spiel ein bisschen lauter machen. Sonst geht hier gar nichts. Okay, Leute. Da sind wir wieder. Schnuddelpups, Team Bernhard. Wir müssen uns entscheiden. Wie ticken wir? Trick 17, Pflanzen, damals, Straßenverkehr, das Wetter, deutsche Sprache, Fragezeichen, clever, Elton hat Hunger, Imbiss oder Mann und Frau. Ich wäre ja jetzt gewesen für Trick 17. Hat mich irgendwie angesprochen, weiß ich nicht. Elton hat Hunger ist auch eine schöne Kategorie, aber ich denke, die überlassen wir erstmal den anderen. Ansonsten sind das halt alles diese Stand. Damals hatten wir, glaube ich, auch vorher noch nicht. Wir nehmen einfach... Ich nehme Trick 17. Ja, dann los. Ja, dann los, Bernhard. Auf geht's. Trick 17. Hallo? Achso. Womit können durch heiße Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken auf lackiertem Massivholz entfernt werden? A. Föhn, B. Staubsauger oder C. Kühlpack? Fang mal an zu denken. Was? Bernhard, was soll das denn? Womit können durch heiße Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken auf lackiertem Massivholz. Achso, womit können durch heiße Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken auf lackiertem Massivholz entfernt werden? Der Föhn, Staubsauger oder ein Kühlpack? Womit können durch heiße Flüssigkeiten entstandene weiße Flecken auf lackiertem Massivholz entfernt werden? Einfach weg. Also ich hätte ja, also erster Gedanke wäre jetzt Föhn gewesen, wenn man das ja erhitzt, dann ist es ja meistens so, dass sich da irgendwie da was löst und sowas. Staubsauger wahrscheinlich nicht. Weil das, nee. Kühlpack. Was sagt denn der Herr Bernhard zum Föhn? Jetzt mal entscheiden? Och, Kai, bitte, jetzt mach mal hier keinen Stress. Wir sitzen gerade erst hier, ja? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das hältst du für relativ unwahrscheinlich. Was sagst du denn zu B? Glaube ich nicht. Ja, und was sagst du zu C? Also C stimmt auf jeden Fall. C stimmt auf jeden Fall. Okay, Bernhard, dann sagen wir C. Ich nehme C. Wenn der Bernhard sagt, dass... sagt C. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Sind Massivholzmöbel lackiert, reagieren sie empfindlich auf heiße Flüssigkeiten. Der Lack wird matt und es entstehen hartnäckige, weißliche Flecken. Ja. Um sie zu entfernen, kann ein Föhn helfen. Einfach auf die höchste Stufe stellen und nah an den Fleck halten. Geil. Dieser verschwindet nach einiger Zeit. Wie Danke, Bernhard. Da der Lack der Tischplatte auf die Hitze reagiert und nun wieder transparent wird. Junge. Es bleibt bei 0 Euro. Wär's mal beim ersten Gedanken Welche geblieben, Kategorie, ne? Soll's denn zur Eröffnung sein?
Eieieiei. Guten Tag, Elton. Deutsche Sprache. Mike mit C? Also deutsche Sprache kenne ich mich, das sind so meist Fremdwörter, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Lass uns einfach... Der kennt sich nirgendwo aus, Mike. Finde ich gut. Straßenverkehr, bitte. Wenn ein Halter sein Auto auf einem Parkplatz abstellt, bei dem nachträglich ein temporäres Halteverbotsschild aufgestellt wird, A, muss er schriftlich oder telefonisch informiert werden, B, kann er nach 3 Tagen Ankündigungsfrist abgeschleppt werden oder C, darf das Auto trotzdem stehen bleiben? Boah, keine Ahnung. A vielleicht? Also ich hätte A jetzt auch gedacht. Die denken beide A. Von B? Also das glaube ich nicht. Wir nehmen A. Haben sich ja lang entschieden, hör mal. Und hier ist die Lösung. Wer sein geparktes Auto länger nicht nutzt, sollte alle paar Tage mal nach dem Rechten schauen. Wenn in der Zwischenzeit ein temporäres Halteverbotsschild aufgestellt wurde, etwa weil der Parkplatz für einen Umzug gebraucht wird, muss der Halter des Wagens damit rechnen, auf eigene Kosten abgeschleppt zu werden. Das ist laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nach ausgewiesenen Vorankündigungen von 3 vollen Tagen am 4. Tag möglich. Schade, Mike. Blöd gelaufen. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Schade, blöd gelaufen, Elton. Nächste Kategorie, bitte. Komm, der Hut, der muss doch jetzt mal einen raushauen, Alter. Der Hut. Okay, Leute, jetzt dürft ihr entscheiden. Was nehmen wir? Was wollen wir haben? Das Wetter ist eigentlich auch mal ganz nett, ne? Wie ticken wir? Fände ich auch ganz interessant. Fragezeichen ist natürlich auch so eine Überraschungskiste. Imbiss. Ihr wollt... Ja, Imbiss. Imbiss, da fühlen wir uns zu Hause, ne? Was sagt der Bernhard? Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Lass mal unsere Binden... Ja, komm, nehmen wir Imbiss. Auf geht's. Geil. Gyros, Döner und Shawarma. A. Wurden ursprünglich in Deutschland erfunden. B. Sind Städte in ihren jeweiligen Herkunftsregionen. Oder C. Bedeuten Drehung, sich drehen und drehen. Also Döner hätte ich jetzt gesagt, weil der, glaube ich, in Deutschland da am Start gegangen ist. A. Gyros bedeutet Drehung? Okay, warte mal, wir fragen. Wir fragen mal Bernhard. Was sagt der Bernhard zu A? Wenn du A sagst, ich bin dabei. Nein, was sagst du denn zu C? C kann nicht sein. Also B würde ich ausschließen. Also sind Städte in ihren jeweiligen Herkunftsregionen, würde ich komplett... Nein, das ist Quatsch. Lass mal einfach, weil der Herr Bernhard ja gerade so sicher, ja, weil er ja gerade so safe einfach diese Antwort rausgeknallt hat, dass es das und das ist. Haben wir ja gesehen, was das gebracht hat. Bernhard, du musst dir wirklich unser Vertrauen erstmal zurückerarbeiten. Ich würde mich jetzt für C entscheiden, wobei mir das auch neu ist. Also habe ich auch noch nicht so gehört. Aber ich vertraue mir da lieber jetzt selber oder meinem Hut, meiner Schleife. Und Bernhard muss erstmal einstecken. Ich tippe auf C. Ach, er tippt jetzt auf C. Natürlich tippt er jetzt auf C. So, hier kommt die richtige Lösung. Das Prinzip von griechischem Gyros Pita, türkischem Döner-Kebab und arabischem Shawarma ist ähnlich. Eine Teigtasche oder ein Fladenbrot wird mit Gemüse, Salat, Soßen und gut gewürztem Fleisch belegt, das von einem rotierenden Spieß abgeschnitten wird. Von diesem rührt auch die sprachliche Gemeinsamkeit. Sowohl das griechische Substantiv, das türkische Adjektiv, als auch das arabische Verb beziehen sich auf die Drehbewegung des Spießes. Ich sag euch, das war der Hut. Da sind die ersten 500. Hey, wo sind unsere Leute hin? Ey, die sind alle abgehauen. Ihr hattet jetzt ja ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Wo sind unsere Leute? Nehmen wir Pflanzen? Das klingt eigentlich ganz gut. Pflanzen, die sind alle weggerannt. Nehmen wir. Die sind Döner holen, weil die jetzt Hunger bekommen haben. Freuen sich Pflanzen, die über den Winter in die Wohnung geholt werden müssen. Was denn? Abgestandenes Bier im Gießwasser. Regie, eine Handvoll Salz. Regie, bitte. Hallo, da ist noch Glasperlen in der Erde. Wie findest du C? Guck mal, die Döner spricht sogar tatsächlich. Die Spieße können reden. Oder Glasperlen, die man in die Erde tut, damit die locker bleiben. Die Spieße diskutieren gerade. B was ein? Aber Salz ist doch allgemein schlecht für Pflanzen. Wir nehmen C. Die Dönerspieße nehmen C. Wir locken C ein. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Filme. Ja, haben wir jetzt schon. Besonders Zimmerpflanzen und Pflanzen, die den Winter drinnen verbringen sollten, freuen sich über eine Düngung.
Bierreste nach der Party also nicht einfach wegschütten, sondern 1:2 mit Wasser. Schade, Elden. Bier enthält viele Nährstoffe, die das Pflanzenwachstum anregen. Allerdings wirkt Alkohol auch bei Pflanzen als Zellgift und sollte daher in Maßen verwendet werden. Oh, schade. Ich habe die Frage gar nicht mitbekommen. 0 Euro. Blöd gelaufen, Elton. Was machen wir denn jetzt, ey? Also, nächste Frage. Was ist mit dem Publikum los? Die sind gefreezed. Was macht denn der? Was ist denn mit den Leuten? Kann das sein, dass das Studio irgendwie schlechte Luft hat oder so? Irgendwas ist mit denen. Die sind noch nicht so ganz... Die sollten mal lüften. So, wir nehmen, damals. Wir nehmen damals. Darf ich jetzt damals haben? Ja, du darfst damals haben. Ist kein Problem. Gerne. Wie überprüften Lebensmittelkontrolleure nach der Entstehung des Reinheitsgebotes im 16. Jahrhundert die Bierqualität? A. Sie schlugen Krüge auf die Theke und betrachteten die Bläschen. B. Sie setzten sich mit ihrer Lederhose auf eine begossene Bierbank. Oder C. Sie tranken eine Maß Bier und warfen einen Apfel auf eine Dose. Also C wäre jetzt wieder so eine Sache, wo man absolut gar nicht, also wo man sagen würde, nee, das kann es niemals sein und dann ist es das einfach. Sie setzen sich mit ihrer Lederhose auf eine begossene Bierbank. Sie schlugen Krüge auf die Theke und betrachteten die Bläschen. Sie setzten sich mit ihrer Lederhose auf eine begossene Bierbank. Also B würde ich ausschließen. Na klar, willst du B ausschließen? Sicher, B würde er sofort ausschließen. Was sagst du zu A, Herr Bernhard? A am wahrscheinlichsten, oder? A am wahrscheinlichsten. Hätte ich jetzt auch gedacht. Allerdings, sie schlugen Krüge auf die Theke und betrachteten die Bläschen. Also wenn du so einen Krug auf die Theke schlägst, dann ist das Bier überall, aber nicht mehr in dem Krug, oder? Sie tranken eine Maß Bier und warfen einen Apfel auf eine Dose. Das glaube ich nicht. Ich würde tatsächlich B sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das wieder stattfinden soll. Die setzten sich mit ihrer Lederhose auf eine begossene Bierbank. Ich möchte bitte, lass es die Bierbank sein. Ich möchte wissen, was es damit auf sich hat. Und da wir uns gezeigt, oder das uns vorhin gezeigt wurde, dass wir dem Herrn Bernhard nicht so einfach vertrauen sollten, nehmen wir B. Wir nehmen B. Ihr entscheidet euch für B. Kai! Wir werden es sofort überprüfen. Ich glaube, der Kai... Oh. Was heutzutage der Lebensmittelkontrolleur ist, war im 16. Jahrhundert der sogenannte Bierkieser. Der Bierkieser. Um die Bierqualität in einer Schankstube zu überprüfen, goss er etwas Bier auf eine Holzbank und setzte sich selbst oder Freiwillige in Lederhose darauf. Klebte die Bank nach einiger Zeit am Hintern fest, war anscheinend genug Klebstoff, Zucker und Gerstensaft enthalten. Für den Bierkieser ein eindeutiger Qualitätsbeweis. Aber die kann doch auch aus einem anderen Grund, kann die doch auch da festkleben. Der Hut ist es. Leute, der Hut ist es einfach. Nächste Kategorie. Wie geil. Entscheiden wir uns für clever. Wollen wir mal mit den Haushaltstipps anfangen? Clever nehmen wir. Boah, diese Aussagen manchmal sind was so komisch, ne? Was erleichtert es, den abgebrochenen Henkel einer Tasse wieder festzukleben? Eine tiefe bis zur Hälfte gefüllte Schüssel mit Wasser? B. Ein breites mit Küchenpapier belegtes Holzbrett? Oder C. Ein flacher mit Sand gefüllter Behälter? Wäre C eine Option? Weil da packst du halt den Sand rein in einen flachen Behälter. Erklärt, Vorsicht. Den Henkel fest und dann kannst du die Tasse leicht in den Sand drücken. Ja. Und der Sand hält denn diesen Henkel, also der Druck von unten hält denn den Henkel fest. Elton sollte Professor werden, der erklärt so geil wie ich, ey. Sag mal, könnte es A sein? So, also A schließe ich aus. Mit einem C, die haben Bock. C eingeloggt. Leute, ich hoffe, ihr habt euch da nicht hintergesetzt hinter denen, ne? Um den Henkel einer Tasse wieder anzukleben, hilft ein mit Sand befüllter Behälter. Die Tasse wird mit der Klebefläche nach oben hineingelegt und der Kleber aufgetragen. Der Henkel wird angedrückt und hält sich nun durch sein eigenes Gewicht in Position. Der Kleber kann trocknen, ohne dass die Tasse wegrollt oder der Henkel verrutscht. Wisst ihr Bescheid, Leute? Super, Elton! Die ersten 500 Euro für euch! Vor allem, wie er wieder so auf mich zeigt, auf sich selber zeigt. Das ist doch Teamwork, nächste Mann! Kategorie.
Also wenn der Bernhard mich fragen würde, ob er meinen Hut aufsetzen darf, dann würde ich das machen. Allein, weil wir ein Team sind. Aber Elton zeigt wieder auf sich. Wie ticken wir, finde ich auch eigentlich ganz interessant. Elton hat Hunger. Ich will wissen, was da passiert. Komm. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Ja, mir auch, Bernhard. Da sind wir uns einig. Wie unterscheiden sich laut dem deutschen Lebensmittelbuch Mett und Hackfleisch? A. Hackfleisch darf mehr Fett enthalten als Mett. B. Mett darf roh verzehrt werden, Hackfleisch nicht. Oder C. Mett darf nur aus Schweinefleisch bestehen. Ja, Hackfleisch darfst du doch nicht roh verzehren, oder? Mett darf nur aus Schweinefleisch bestehen. Hackfleisch darf mehr Fett enthalten als Mett. Mett darf nur aus Schweinefleisch bestehen. Wie unterscheiden sich laut dem deutschen Lebensmittelbuch Mett und Hackfleisch? Mett darf nur aus Schweinefleisch bestehen. Das finde ich total gut, das gefällt mir. Ja, das gefällt dir, aber bisher alles, was dir gefallen hatte, war scheiße, Bernhard. C ist es nicht. C ist es nicht, sagt er einfach. Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Ich will da nicht drüber nachdenken. Ja, ich frag dich ja. Das Ding ist, wenn wir ihm jetzt wieder vertrauen und dann wieder falsch liegen, Bernhard, dann sind wir wieder die Bösen, weißt du? Ich weiß nicht, ich glaube, mein Gefühl sagt C. Aber ich will natürlich auch den Bernhard jetzt auch nicht ganz aus meinem Team rausstoßen. Mann! Vielleicht sollten wir den Hut mal doch wieder lieber abnehmen, damit ein bisschen Luft an das Hirn rankommt. Sorry, Bernhard. Sorry. Sorry, Bernhard. Okay, wir haben C eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Hoffentlich werden wir nicht enttäuscht. Bei Mett handelt es sich umgangssprachlich um eine Zubereitung aus rohem Hackfleisch, die meist mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer gewürzt verzehrt wird. Bereits gewürztes Mett wird laut den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse des deutschen Lebensmittelbuches als Hackepeter oder Thüringer Mett bezeichnet. Generell ist Mett ein Synonym für Schweinehackfleisch und wird aus grob entfettetem Schweinefleisch hergestellt. Ach so. 1500 ja. Euro. War richtig. Der Hackepeter. Der kennt ihn nicht, den Hackepeter, ne? Geiler Typ, Alter. So, weiter gehen wir. Aber habt ihr gesehen, Bernhard? Für das Fragezeichen. Wir können auch das Fragezeichen nehmen, da ist eh egal. Dann Bernhard hat voll komplett wieder, wäre komplett wieder falsch gewesen, ne? Fragezeichen, bitte. Um Eier für den Winter zu konservieren. Wurden diese früher A. in einen Teig aus Mehl und Essigessenz eingebacken, B. mit heißer Asche eingerieben oder C. in einer Lösung aus gelöschtem Kalk und Wasser gelagert? Antwort A. Ich bin irgendwie für A. Wäre für C eine Möglichkeit. Also das, was man ja, das sieht man ja sehr oft. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Ja, Kai. Spannend. Könnte alles sein. Wie spannend ist es auch, Leute. Hühner legen ist auch lichtabhängig, weswegen in früheren Zeiten ohne elektrisches Licht im Winter wenig bis keine Eier verfügbar waren. Daher wurden im Spätsommer und Herbst Eier gesammelt und für den späteren Verzehr konserviert. Hierzu wurde häufig das sogenannte Einkalken angewendet, also eine Lagerung in einer Lösung aus gemischtem Kalk und Wasser. Der Kalk lagert sich direkt an der Eierschale ab und schirmt sie so gegen Luft und Bakterien ab. Die Eier hielten so zwar mehrere Monate, büßten aber an Geschmack ein. Boah, ich will nicht wissen, wie sowas schmeckt dann, ey. Das ist natürlich cool. Das heißt kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Aber das ist doch nicht lecker. Wir haben noch 4. Hey, Leute, hey. Und eine da klatscht zwar ganz euch. Kein. Da klatscht zwar keiner, aber egal. Man hört trotzdem Klatsch-Sounds. So. Das war ja gar nicht unser Team. Das war Eltons Team. Das ist unser Team hier. Deswegen alles gut. Also wir haben ja nicht falsch geantwortet. Das Problem ist, hätten wir auf Bernhard gehört die ganze Zeit, dann hätten wir jetzt gar kein Geld hier, ja? Ich nehme jetzt... Wie ticken das wir? Das ist Psychologie.
Ja, danke, danke, Bernhard. Da kann ich ja drauf vertrauen, wenn du das sagst. Warum strecken viele Kinder die Zungenspitze heraus, wenn sie sich auf eine händische Aufgabe konzentrieren? Das mache ich selber, das mache ich ja immer noch. Weil unsere Vorfahren über die Zunge ihre Temperatur regelten? B, weil das Gehirn dadurch besser durchblutet wird? Oder C, weil Gesten eine frühe Form der Sprache sind? Boah. Weil das Gehirn dadurch besser durchblutet wird? Weil unsere Vorfahren über die Zunge ihre Temperatur regelten? Also ganz ehrlich, was hat das denn damit zu tun? Weil unsere Vorfahren über die Zunge ihre Temperatur regelten? Ist das ein Kühlschrank oder was? Wenn ich jetzt die Zunge rausstrecke, kühle ich dann ab. Weil das Gehirn dadurch besser durchblutet wird. Bestimmt. Also, pass mal auf. Ich frag mal, Bernhard. Was sagst du zu C, Bernhard? Komm. Nee, also C kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kannst du nicht vorstellen, ne? Deswegen nehme C. Okay, wir haben C eingeloggt. Mit dem C. Hier ist so, die Richtung. Ich hab ihn eben kurz unterm Tisch getreten, so weißt du. Bei händischen Aufgaben, die Konzentration erfordern, strecken Kinder häufig die Zunge heraus. 2015 stellten Evolutionspsychologen in einer Studie fest, dass dies mit der Entwicklung der Sprache zu erklären ist. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Bevor der gesprochenen Sprache mit Gesten kommuniziert wurde, hängen die beiden Bereiche im Gehirn, die für Sprache und für die Steuerung der Hände zuständig sind, zusammen. Also es war jetzt wirklich das Einzige jetzt irgendwie, ne? Für händische Aktivitäten aus werden dadurch unbewusste Gesten wie Zungenbewegungen hervorgerufen. 2000 Euro. Können wir uns nicht vorstellen. Ach ja, schön. Bernhard, du bist geil. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Deutsche Sprache klingt doch interessant. Also deutsche Sprache kenne ich mich, das sind so meist Fremdwörter, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Hast du vorhin auch schon gesagt, Elton. Mann und Frau nehmen. Tatsächlich? Das Wetter, bitte. Hä? Lass uns Mann und Frau nehmen, wir nehmen das Wetter. In den USA Anfang 2019 wurden A. durch Frost ausgelöste Beben registriert, B. Einwohner aufgefordert, Wasserhähne durchgängig laufen zu lassen oder C. aus Sicherheitsgründen keine Coffee to go verkauft. Sag mal, was sagst du zu A? Das finde ich, klingt okay. Eventuell B? Er hat genauso viel Vertrauen wie ich in Bernhard. Keine Ahnung, ich würde aber B ausschließen. Ich hätte B gesagt. Ich hätte B gesagt, weil das vielleicht so kalt war, dass es da sonst festgefroren wäre in den Rohren oder so. In Chicago wurden Anfang 2019 bis zu minus 30 Grad Celsius gemessen. Das führte zu einem eher seltenen Naturphänomen. Bewohner berichteten von unheimlichen knackenden Geräuschen. Der Grund lag in gefrierendem Grundwasser. Ach krass. Das dehnt sich so weit aus, dass es extremen Druck auf Bodenschichten und Gestein ausübt. Je nach Kälte und Bodenbeschaffenheit können Straßen und Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese sogenannten Frostbeben können dabei auch zu erdbebenartigen Erschütterungen führen. Ach, guck mal an. Guck mal an. 1000 Euro auf dem Konto. Wie der Elten immer auf sich zeigt. Was soll das denn? Das ist voll unverschämt. Wer macht denn sowas? Eine Frage noch für beide Teams. Der Bernhard hat immer auf uns gezeigt. Also da muss man ihn, das muss man ihm lassen. Der ist wirklich teamfähig, ne? Aber Elton ist irgendwie, weiß ich nicht, was mit Elton los ist. Oh, ich würde Mann und Frau nehmen. Oh, gefährlich. Egal. Ran. Im Vergleich zu Männern. A. Nehmen Frauen schneller ab, weil sie Hunger verdrängen können? B. Erinnern sich Frauen an vergangene Schmerzen weniger stark? Oder C. Produzieren Frauen beim Weinen weniger Tränen in Flüssigkeit? Was? Produzieren Frauen beim Weinen weniger Tränenflüssigkeit? Erinnern sich Frauen an vergangene Schmerzen weniger stark? Warum? Das glaube ich nicht. Allein deswegen sollten wir das schon nehmen. Ja, da sind wir uns auch einig. Nee, ich will ja nur wissen, was du sagst, mein Freund. Nehmen Frauen schnell ab, weil sie Hunger verdrängen können.
Also manche, es gibt Situationen, da könnte das ganz gut, aber es gibt auch Situationen, da wäre dann, da wäre dann gar nichts verdrängt, ne? Da wird dann nochmal draufgepackt. Oder zum Beispiel der Moment, wenn du jemand, wenn du deinen Partner fragst, hey, Schatz, möchtest du nicht auch was essen? Ja, ich bestell was? Nee, ich hab keinen Hunger. Und dann kommt das Essen an und dann wird aber gar nichts mehr verdrängt. Dann ist auf einmal, der Hunger ist dann doppelt so stark. Und dann wird die ganze Pommes weggefuttert und du kriegst gar nichts ab. So läuft das nämlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das... Natürlich kannst du also das nicht. Also C würde ich eher ausschließen. Ja, genau, ja. Mhm. Also ich werde auf keinen Fall A nehmen, Bernhard. Da kannst du sagen, was du möchtest. Ich werde jetzt... Produzieren Frauen beim Weinen weniger Trinflüssigkeit? Erinnern sich Frauen an vergangene Schmerzen weniger stark? Komm. Wir locken B ein. Wir haben B eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Als kanadische Forscher bei einer Studie mit Mäusen 2018 große Geschlechterunterschiede feststellten, weiteten sie das Experiment auf Menschen aus. Die Versuchsteilnehmer wurden mehrmals einem Schmerzreiz ausgesetzt. Männer beurteilten den Reiz am zweiten Tag als schmerzvoller. Im Vergleich zu den Frauen wurden sie durch die Erinnerung empfindlicher und gestresster. Die Forscher erhoffen sich davon neue Erkenntnisse für den zukünftigen Umgang mit chronischen Schmerzen. Krass! Krass! 500 Euro, 2500 Euro! Not bad! Nicht schlecht! Die letzte Frage vor der großen Masterfrage vorm Finale. So, jetzt kommt Eltons Lieblingskategorie. Das Wort Hanebüchen. Das haarsträubende Ideen oder Handlungen beschreibt, bezeichnet ursprünglich A. etwas, das aus dem Holz der Hainbuche gemacht wurde, B. einen Hahn, der morgens zweimal krähte, oder C. ein Bier, das aus der Hagebutte gebraut wurde. Ich will einfach, dass B richtig ist. Bitte lass B richtig sein. Ich vermute eins einfach mal B. Bitte. Wie stehst denn du zu A? Nimm B, ich möchte... A würde ich mal ausschließen. B soll richtig sein. Gut, dann nehmen wir B. Ja! Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Aber die Frage bleibt, A, B oder C? Nur eine Antwort ist richtig. Das ist richtig geil, gut das beobachtet. Das Adjektiv Hanebüchen beschreibt haarsträubende und empörende Ideen und Handlungen. Die ältere Form Hagebüchen leitet sich von dem Ausdruck aus dem Holz der Hagebuche ab. Die Och Mann! Hagebuche oder auch Hainbuche ist für ihr knorriges und hartes Holz bekannt. Das Holz bildete die Grundlage für Redewendungen. Wäre doch viel cooler gewesen jetzt. Also grober Unfug. Es wäre viel cooler gewesen, wenn B da gewesen wäre. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Das Team Bernhard 2500 Euro ja. momentan auf dem Konto. Das Team 1000 Euro auf eurem Konto. Okay, Leute, wir müssen einsetzen jetzt. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Leute, was soll man einsetzen? Die Masterfrage kommt, ist Deutschland. Wer zieht denn da immer seine Luft so hoch? Ich bitte euch, jetzt euren Einsatz zu tätigen. Was setzen wir, Leute? 1 Euro? Alles? Wie sieht's aus? All in? Alles? Alles oder nichts? Seid ihr euch sicher, Leute? Ernsthaft? Einfach alles? Alles klar. Ich meine, es ist euer, ne? Es ist... Gut. Ich hab meinen Hut schon. Haben gesetzt. Ich hab meinen Hut Dann schon. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Welche beiden Mittelgebirge teilt die Lahn? A. Ja, moin. Taunus und Westerwald, B. Odenwald und Spessart oder C. Eifel und Hunsrück. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Ich weiß es nicht, Alter. Hört auf zu klatschen, ihr macht mich nervös. Bernhard, sag es doch Bernhard jetzt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Gesetzt. Das ich habe einfach geraten. Hat gesetzt.
Elden jetzt so 1 Euro. Auch, auch alles. Wir haben auch alles. Aber wir haben die beiden Teams geantwortet. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort. Ah. Ah. Team Elton hat getippt auf Antwort. Ah. Oh shit. Schauen wir auf die. Okay, wir haben. Wir haben einfach beide. Teilt der Main. Eifel und Hunsrück werden geteilt durch die Mosel. Antwort A ist richtig. Oh, geil. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Das bedeutet, dass Team Bernhard gewinnt. Für den Hut. Woo! Grüße gehen raus. 5000 Euro. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Ja, klar. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Gerne. Danke. Dankeschön. Kai ist einfach da festgeklebt. Der kann gar nicht weg. Ihr kriegt 78 Euro. Mehr Glück als Verstand. Ja, sicher, gehört doch dazu. Was glaubst du denn? Glück braucht man. Aber jetzt mal ganz kurz, ne? Ey, ganz kurz. Wie lächerlich sind bitte 30 Euro für dieses Game? So, wenn man bedenkt, dass es davor eine Vision gibt. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wie kann das sein? Warum haben die nicht einfach irgendwie ein Fragenpaket rausgehauen oder sowas? Was ist das denn? 30 Euro? Mit welcher Berechtigung? Das ist einfach Schwachsinn.